Hallo Ifix, willkommen zu einem neuen Part von Dead Space. Und ich habe den Sound ein bisschen höher gestellt. Wie immer die Nachgucke ich aufnehme, weil es kam mir so vor, dass ich es das einfach nicht getan habe. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den Plasma-Cutter. Nein, nicht den Plasma-Cutter. Die Strahlenkanone, glaube ich, geholt. Und ich will die nachher mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Aufgabe erfüllt. Was muss ich denn tun? Kapitel. Ach so, Kapitel 1 abgeschlossen. Okay. Ja, bitte. Gott, ich habe das Gefühl, dass es das echt ein langes Spiel wird. Bin ich da, wo ich sein will? Hallo. Was? Oh mein Gott. Nein, ich wollte die sich. Oh nein, mein Gott, jetzt werf die doch mal weg, ey. Die will ich gerade nicht. Dich wollte ich. Und dann kann ich den einfach wegschießen, oder was? Oh, das ist cool. Seid ihr tot? Oh mein Gott, was ist mit dir? Oh Gott. Ist alles in Ordnung? Kleines Medipack. Taste the Sun, okay. Gut, das hat sich beruhigt. Hey, hier ist nochmal der Shop. Also, wollten wir nochmal gucken. Die Strahlenkanone habe ich jetzt gekauft. Es gibt auch das Impulsgewehr. Ich glaube, ja, ich weiß. Ich wollte nochmal gucken, was ich habe und was ich vielleicht verkaufen könnte. Also die will ich eigentlich behalten, weil ich weiß nicht, ob es Bosskämpfe gibt. Was ich nämlich gerne hätte, wäre nämlich so ein Energieknoten. Weil Waffen upgraden und, ne, klingt eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, als nächstes upgrade ich den Anzug, weil ich nämlich echt Angst habe, dass es irgendwie Bosskämpfe gibt oder sowas. So, was war das? F, ne? Okay, verbraucht das irgendwas? Irgendwie Stase oder sowas? Nein. Und dann kann ich das so abfallen. Das ist echt lustig. Aha. Flammenwerfer, Baby. Ja. Gib mir den Flammenwerfer. So, was kann ich denn am besten wegtun? Ich glaube, dich. Okay. Download im Shop. Ich glaube, das gebe ich dann eben ab, weil ein Flammenwerfer klingt eigentlich echt cool. So, hallo. Ich wollte gerne. Ja. Flammenwerfer. Hydrazin-Industriebrenner. Okay. Schöne Sache. Mann, wie teuer war das jetzt? 11.000, kostet 11.000. Ja, das ist nicht gerade günstig, ne? Also, bestimmt Markenflammenwerfer.
Sag mal, was ist denn da drinne? Ja, genau, du auch noch. Geh einfach weg. Okay, probier's mal gleich den hier aus. Ah! Du Pisser! Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann. Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Ich hab mich so erschrocken, ey. Mein Gott, was? Was hab ich denn da aufgehoben? Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Club Credits. Ja, das ist ja noch ein Shop. Also wenn jetzt überall so Shops sind, finde ich das eigentlich ganz cool. Ich habe mich ganz kurz erschrocken. Ja, komm, geh auch noch dunkel. Hallo? Hallo? Ist alles in Ordnung? Hey? Nur zur Sicherheit. Aha. Also dieses Stase-Ding benutze ich auch irgendwie nie, ne? Bildgebende Diagnostik. Erhöhte Strahlung. Aha. Medizinisches Logbuch. Dr. Warwick B., Chief Psych Officer. Bericht über psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B., Arbeiter PM, bla bla bla. Harris schläft jetzt, allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben, erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht so Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits andernorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als Dr. Schiarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich und freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück, wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen Halluzinationen, die wiederum jenen anderer Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Alter, bist du behindert? Das ist nicht faszinierend. Das ist gruselig. Wegbang, Ich habe aber keine Energieknoten. Okay. Das ist ja verschlossen, also gehe ich hier hin. Da ist ja jemand drin. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, aber bestimmt. Achso, ich wollte nur hier durch. Okay, ich verstehe.
So, weißt du was? Bitte sehr, du Pisser. Oh mein Gott, geht doch mal weg. Okay, die Waffe ist cool. Lass es einfach. Selber schuld. Gut, aber ich nehme jetzt einfach mal eine andere Waffe, weil ich habe das Gefühl, dass ich dafür keine Munition finde. Die ist geöffnet, gut. So, alles gut. Der kann mich bestimmt nicht mehr bekämpfen. Impulsprojekt. Was für Impuls. Blabla. Gut. Ach, Download im Shop. Das ist cool. Warte, bin ich jetzt deswegen hier hingelaufen? Nein, oder? Nein. Was ist das hier? Energieknoten. Halt deine! Moin. Da komme ich doch gar nicht durch. Was will ich hier? Ich glaube, ich bin hier voll. Moment, Moment. Ich weiß ja, ich kann ja jetzt hier. Okay, vielleicht soll ich das nicht schießen, sondern reinschieben. Okay. Ach so, hierfür. Okay, der zeigt mir einen anderen Weg an, aber ich will jetzt einfach mal probieren, hier hinzugehen. Was steht da drauf? Das war nicht witzig. Okay. Okay. Speichern. Okay, Kapitel 2, Intensivstation. Ja, möchte ich. Ja, da will ich bestimmt rein. The marker will save us. Aha. Put it back. Okay. Forschungslabor. Erhöhte Strahlung. Das ist so eine gute Idee, hier reinzugehen. Fuck. Was? Was? Wie? Oh, hier sind... Toll. Komm, geh auf, du.
Was ist das? Luftkanister. Ah, ja, warte, warte, warte. Ich bin nicht so schnell. Da, 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 da. Ja, übertreib nicht. Übertreib nicht. Übertreib nicht. Es ist alles gut. Oh Gott. Werf doch die Kacke weg, ey. Ja, alles gut. Ist alles gut. Was bist du? Wie benutze ich das denn? Ah, wie benutze ich das? Credits! Yes! Ich glaube, ich trödel zu viel. Bestimmt sterbe ich gleich. Ja. Ich meine. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Was? Nein! Oh. Cool. Credits, yes. Credits, hua. Strahlmunition. Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße, ich kann auch mir kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh Gott, jetzt hab ich voll viel von der Waffe verballert. Geh doch mal. Ja. Kannst du bitte. Komm, wir gehen das nochmal. STRG, oder nicht? Schlecht. Gut. Ende der Schwerelosigkeit. Mhm. Aber jetzt muss ich auch gleich wieder diese Sauerstoffkacke machen, ne? Ja, alles gut, komm, lauf, 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 lauf. Ah, fuck. Hey. Okay, nein, lass es einfach, geh einfach. Ende des Vakuums. Gar nicht so schlecht, oder? Konnte ich nicht irgendwo hier speichern? Ach, da drüben war das, ne? Gut, ich glaube nämlich, dass das schon reicht für jetzt, heute. Was sagt denn die Aufnahmezeit? Ich sollte vielleicht mal irgendwas wie einen Timer benutzen. Ja, es reicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Dead Space. Was? Tschüss.